Grüßt euch, hier ist Marcel von laufbursche.de, der Sportladen. Ich habe heute hier die kleine Weltpremiere, die Enduro 2, in der Form jetzt hier die Saphir Solar Version. Da mache ich jetzt mal ein Unboxing-Video von euch und schaue euch das mal an. Ich habe mir die Phoenix 7X Saphir Solar hier daneben gestellt. Für mich der absolute interne Konkurrent zu der Enduro 2. Wir packen die beiden Uhren sogar mal zusammen aus und schauen mal so ein bisschen, was uns auffällt und vergleiche das schon mal so ganz, ganz klein bisschen nochmal. Ansonsten habe ich es wie immer, mache ich in die Videobeschreibung alles ein. Wenn ich da so ein paar, zwei kleine Kapitelchen noch irgendwie reinpacken werde, müsst ihr dann mal schauen, könnt ihr das unten einfach durchklicken. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, Kommentarfunktion nutzen, unten reinschreiben oder kontakt@laufbursche.de. Wir schreiben ziemlich schnell. Ich reagiere auch eigentlich auf alle Fragen, die so irgendwie kommen, reinkommen. Angebote etc. pp. Videobeschreibung nutzen, dort einfach mal reinklicken und machen. Was wollte ich noch sagen? Ansonsten freuen wir uns natürlich immer über ein Like unserer Videos und natürlich ein Abonnement unseres kleinen Sportladens. Würde uns einen riesen Gefallen tun. Nicht unseres Sportladens, sondern unseres YouTube-Kanals zu dem Sportladen. Und dann quatsche ich mal nicht so viel, sondern leg gleich los. Sagt aber noch eins. Ist natürlich geeignet hier das Ding, die Enduro 2 halt einfach für Leute, die halt noch mehr Power und noch mehr Ultra, noch mehr Strecke, noch mehr Akku wollen als bei einer 7X. Und die 7X hat schon richtig viel Akku, was richtig geil ist. Auch sag schon mal, hat wie die 7X eine Taschenlampe und die ist wirklich doppelt so hell wie die bei der 7X. Das ist eine coole Funktion. Ansonsten deutlich mehr Akku und ihr bekommt auf jeden Fall hier so ein geiles Nylon-Armband dazu. Das ist damit sie auch ist sie auch vormontiert mit Klettverschluss, trägt sich ziemlich gut. Habe ich aber jetzt hier abgemacht, weil sonst hätte ich die hier nicht so schön draufstellen können. So, genug Quatsch, guckt euch das an und teilt mir mit, was euch gefallen hat und was euch nicht gefallen hat oder was ihr noch wissen wollt. Und ich werde auf jeden Fall diese Uhr mit in Urlaub nehmen. Ich gehe in die Gardasee, ich gehe in die Alpen und dann schauen wir mal, was wir Schönes machen. Stopp, ich nehme beide mit. Ne? Wir wollen ja hier was Sinnvolles miteinander vergleichen. So. Dann viel Spaß euch, jetzt geht's los. Ich habe jetzt hier für euch die neue Enduro 2 als Saphir Solar Edition und habe nebenbei mal die Phoenix 7X Saphir Solar. Beide Uhren sind niegelnagelneu, sind noch verschweißt und die machen wir jetzt mal auf. Wir fangen natürlich mit der Enduro an und dann schauen wir mal, was es alles so gibt. Ich schneide erstmal hier die Marke hier durch oder beziehungsweise die ist schon. Den Klebi mache ich erstmal schön durch. Nimm da immer ein Cuttermesser, das ist in Ordnung. Zeig's nochmal. Also hier seht ihr schön Enduro, Saphir Solar, Ultra Performance. Ich hole euch den Moment mal ran. Ultra Performance. Ah ne, ich lasse es lieber so. Ich denke, es ist immer noch gut zu sehen. Multisport GPS Uhr Enduro 2. Seht ihr hier von der Seite schön. Einmal von hinten. Wieder von der Seite. Und halt ganz wichtig, ne? Seriennummer und ihr seht ja auch hier, das ist der Garmin Bestellcode, also wenn ihr den Code hier eingibt, der hier ist, da hole ich euch wirklich mal ran, wenn ihr den Code hier eingibt, kriegt ihr dann genau diese schöne Enduro Saphir Solar. So, dann packen wir mal aus. Ah, alles klar. Also, ganz normal, schöne Oberfläche, wie Garmin immer verpackt ist, sozusagen. Nehmen Sie raus. Ist halt ein Nylonband, gleich zu sehen. Ordentlich das Klebchen. Ich werde es wie immer machen. Ich öffne mein Klett, das Nylonarmband, pack den Schnuppi immer raus. Und dann, was mache ich halt immer? Den Klebchen klebe ich immer hier ran. Für euch zur Info, das bleibt auch dran, ohne dass ihr das mal Ewigkeiten wieder sucht. So, dann nehme ich mal die Uhr raus. Die schauen wir uns natürlich gleich an und schauen mal, was wir denn noch so mit dabei haben. Also das Teil hier lege ich mal hier zur Seite, mit wo das hier festgemacht ist. Da kommt das Innenleben raus. Da haben wir dann hier Folgendes. Das lässt sich von der Seite hier mal abmachen, aufmachen. Kippt mal raus, packen wir es wieder auch zur Seite. Gut, hier rein. Ein sozusagen Wechselarmband, schwarz, Silikon, das Ladekabel und halt die Bedienungsanleitung in mehreren Sprachen. Sehr schön. Und die Produktinformation, die habt ihr mit dabei. So,
lege ich jetzt mal hier wieder zur Seite, ist erstmal unwichtig. Und jetzt schauen wir uns die Enduro einmal genauer an. Also, schönes, klares, schönes Display. Da hole ich echt schön ran, damit wir das wirklich in Großaufnahme sehen. Ordentlich verarbeitet. Sehr schön. Okay, wie immer, drei Tasten auf der rechten Seite, auf der linken Seite. Start, Stopp. Schön hier mit dem Grün, Gelb zu sehen. Die Solarladelinse fällt sofort auf. Super schön verarbeitet. Schauen wir mal an, die zwei Knöpfe auf der rechten Seite. Hier extra mit diesem Grün, alles in Metall eingearbeitet. Wunderschön hochwertig verarbeitet. Dann haben wir halt also hier so ein Klett Nylon-Armband. Okay. Okay, okay, sehr schön. Da steht hier schön Garmin drauf. Okay. Ich würde das mal abziehen, damit wir uns das auch nochmal gleich anschauen können. Dann steht hier schön Enduro 2 drauf. DLC. 100 Meter, Multiband GPS, Titanium Solar Saphir, der neue Generations 4, optische Herzfrequenzsensor, ja, mit Glas, ja, genauso wie bei der, wie bei der Phoenix 7X, sehr schön, sieht sehr gut aus, ja, QuickFit, da können wir das Armband dann halt dran machen, QuickFit, ne? Habt ihr jetzt hier mal diesen Eindruck der Enduro? Ja, sehr schön. Jetzt mache ich das gleich mal im Vergleich. Nee, jetzt machen wir an. Wir machen sie jetzt einfach mal an. Statt Stopp dürfte nicht gehen, weil wir müssen es über die Leittaste anmachen. Jetzt hier an, die Enduro. Okay, Solar 100 Meter Titanium zeigt sie an, Multiband GPS. Okay, sehr schön. Ready, jetzt müsste eigentlich gleich die Spracheinstellung kommen. Ja, ist bereit. Ich stelle es jetzt für uns natürlich auf Deutsch, dann habe ich wieder die verkehrte Richtung. Deutsch gibt es da, wo bei D ist. Lädt. Ne, das machen wir jetzt erstmal nicht. Wir gehen gerne Kilometer. 24 Stunden Format. Tag, Monat, Jahr. Ich bin männlich. Ich nehme mal einfach an. Ich gehe mal standardmäßig durch. Wird dann eh später mit der App gekoppelt. Geht bloß darum, dass jetzt einfach mal hier was läuft. Es wird auf GPS gewartet. Das wird jetzt bei mir hier drin nicht so gut wirklich funktionieren. Aber vielleicht reicht es ja auch aus und das funktioniert, wenn wir gleich merken. Ansonsten mache ich dann hier einen kleinen Cut. Ich lege es jetzt mal hin. Mache nochmal raus. Schauen wir mal gleich an, wenn es zwischendurch sich meldet. Gucken wir uns das dann gleich an. Gehen wir doch mal gleich nochmal, wie das bei der Phoenix 7X aussieht. Unboxing Phoenix 7X nebenbei. Um einfach zu schauen, was halt der Unterschied ist. Und wir stellen die beiden Uhren nebeneinander. Also, natürlich Verpackung komplett identisch. Ja, natürlich, dass eine Phoenix 7X drauf ist. Auch auf der Rückseite dann auch dann hier die Seriennummer. Hier ist die Uhr, exakt 1:1. Ist klar. Machen wir das mal gleich dann raus. Klebchen würde ich euch immer empfehlen, wie schon vorhin gesagt. Klebt das hier drauf, dann ist es auch nicht weg. Legt es zur Seite. So. Sehen sich jetzt am Anfang natürlich zum Verwechseln ähnlich aus. Ich mache sie dann auch schon mal an, dass wir dann hier mal so ein bisschen was sehen. So. Phoenix 7X, seht ihr nebenbei, wie die läuft. Ich gucke, dass es nicht blendet hier. Sonst, was haben wir hier drin? Was zum Herausnehmen natürlich. Ganz normal auch zu öffnen.
Also auch hier bei der Phoenix 7X Produktinformation. Die Bedienungsanleitung. Identisches Ladekabel. Also komplett gleich aufgebaut, aber was es halt nicht gibt, das Nylon-Armband, das ist natürlich dann auch klar. So, und jetzt schauen wir uns die mal gleich im Vergleich direkt an. Hol die euch mal ran. Guck, dass es hier so wenig wie möglich blinkt. Dann nehme ich sie so ein bisschen in die Hand. Nein, ich will natürlich sie nicht mit dem Telefon koppeln. Kilometer, 24 Stunden. Yep. Jetzt rate man hier schnell durch. Warten die beide auf GPS. Also optisch sehen sie sich jetzt erstmal identisch aus. Hier fehlen natürlich, hier sind nicht diese grünen Farbmarkierungen drauf. An der Seite sieht man auch der gleiche Einlass. Ist aber das Play-Zeichen drauf, beziehungsweise irgendwie so ein Dreieck drauf. Das ist hier nicht drauf. Ihr seht ja auch die andere Farbe. Ihr seht hier auch das optische Barometer. Die Enduro ist dicker als die Phoenix 7X. Das finde ich, sieht man jetzt hier auch schon sehr leicht. Ich blende euch unten ein, wie dick die denn sind. Von hinten wirklich identisch, 1:1. Identischer Sensor, die jeweiligen Aufdrücke. Von der Seite her auch. Erkenne ich jetzt keinen Unterschied. Gleiche Ergonometrie. Also hier Enduro nochmal. Auch hier wirklich keine einzigen Unterschiede. Hier auch nicht. Guck mir nochmal so im Detail ein. Auch nicht mal farblich erkenne ich einen Unterschied. Durchs Menü, wenn ich dann das GPS dann habe, gehe ich dann mit euch separat. Da wollen wir hier ein bisschen durchklicken. Da gucke ich auch, dass das mit dem Licht ein bisschen besser ist, dass es sich nicht so blendet hier. Liegt natürlich daran, ich habe ja wirklich eine fette Lichtquelle jetzt hier direkt drüber. Also so doll blenden die dann jetzt doch nicht. Gucke ich, dass ich es ein bisschen besser eingestellt bekomme. Dann klicken wir jetzt uns gleich durchs Menü. Ich habe jetzt mir jetzt hier einfach nochmal die beiden Uhren, die Phoenix 7X und die Enduro 2, genauer eigentlich Phoenix X Saphir Solar, sind wir richtig, und die Enduro 2 Saphir Solar habe ich mir jetzt hier nochmal hingelegt. Ich gehe mal ein bisschen durchs Menü und ich würde einfach mal auf zwei, drei Kleinigkeiten noch eingehen. Und zwar, die Enduro hat ja eine Taschenlampe wie die Phoenix 7X, also die anderen Uhren, also die Phoenix 7-Reihe hat allgemeine Taschenlampe, aber nur die X-Reihe hat eine richtig integrierte Taschenlampe. Ich mache jetzt gerade mal das Armband an, damit man es ein bisschen sehen kann. Wenn ihr dann hier doppelt auf die Leittaste drückt, dann geht hier die Taschenlampe an. Das sieht jetzt hier so aus. Das hat die Enduro auch. Und wie wir da so ein bisschen sehen, ich hole euch mal ran. Es ist halt so, dass die bei der Enduro ein bisschen anders aussieht. Das ist hier nämlich heller und die ist auch doppelt so hell wie bei der Phoenix 7X. Ich habe das mal im Dunkeln gehabt. Ihr müsst natürlich auch die Einstellung überlegen, wie hell die eingestellt ist. Also wir haben jetzt hier beide auf Stufe 3 stehen. Ich mache es mal beide auf Stufe 4. Na, mit Touch. Warum macht es denn das jetzt? Man sieht das jetzt hier nicht, aber sie ist definitiv doppelt so hell. Ihr könnt das super, super krass ausleuchten. Ist ein schönes Gadget. Ihr könnt natürlich auch auf rotes Licht stellen. Das sieht man, finde ich jetzt gerade schon, dass das hier heller ist. Ne? So, das wollte ich nochmal schnell am Rande erwähnt haben. Ansonsten gehe ich gleich mit euch mal ein bisschen ins Menü. Hab das jetzt mal hier abgemacht. Ich war jetzt unclever gewesen. Ich hole euch mal wieder raus. Ich wollte eigentlich hier mal mit einer Waage rangehen, weil nämlich mir die Enduro sehr schwer vorgekommen ist. Und sie soll aber nur 3 Gramm mehr wiegen. Also die Enduro soll 64 Gramm, soll das Gehäuse wiegen. Und die Garmin 7X wiegt 61 Gramm. Jetzt schauen wir das mal. Ich habe nämlich so eine kleine Vermutung mit dem,
mit dem Armband. Das ist natürlich nur eine Lala-Waage. Ach, hier sieht er meinen Ring, meine Beleuchtung. Das tut mir ein bisschen leid. Gramm, 0. Also wir erwarten jetzt hier irgendwie 64 Gramm. Wir bekommen 64 Gramm. Ich lege immer ganz... Oh, das war nicht gut. Das Armband lag drauf. Das müssen wir nochmal neu machen. Nochmal neu tarieren. Das war nämlich eine Quatschmessung. 0 Gramm. 64 Gramm. Jetzt machen wir das gleich mal mit dem mitgelieferten Armband. Dann sind wir nämlich schon bei 93 Gramm. Und wenn ihr das Nylon-Armband natürlich benutzt, das merkt man nämlich, ist die Uhr nämlich nur bei 70 Gramm mit Armband. Jetzt mal schnell die Phoenix 7X dazu. 61 Gramm wie zu erwarten. Und dann 88. Ja, das ist schon ein Unterschied, der sich bemerkbar macht. Also es jetzt geht ein bisschen über das Unboxing hinaus, aber hat mich jetzt einfach sehr, 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 sehr doll interessiert. Wollte ich das mal schnell zeigen. Hab bloß leider die Waage etwas weit weggelegt. So, machen wir beide Uhren hier. So, das ist auch nicht blendet. Vom Licht her gesehen. So, diese perfekt. So, jetzt, ansonsten ist sie halt ein bisschen dicker, ne? Um mal ein paar Fakten zu sagen. Ne? Wir haben jetzt hier 51x51 beide. 14,9 mm dick ist die 6X und die Enduro 2 ist halt 15,6 mm stark. Das sind 0,7 mm. Das sieht man, wenn man das weiß, sieht man das. Und sie ist auch gefühlt ein bisschen schwerer. Das kriegt man schon am Handgelenk mit, aber es sind halt auch nur 3 Gramm. Ne? Also nicht überbewerten. Dafür habt ihr natürlich hier deutlich eine höhere Akkuleistung. Das muss man natürlich auch gesagt haben. Wir sprechen hier immer im Vergleich ohne Solar, mit Solar. Hierbei zwischen, ich mache einfach mal den Smartwatch-Modus, damit ihr mal so ein Gefühl habt. 34 Tage ohne Solar und 46 Tage mit Solar. Bei der 7X sind es 28 Tage ohne Solar und 37 Tage mit Solar. Jetzt gut, das mache ich nochmal schnell. Wenn ihr den GPS-Modus nutzt, 110 Stunden ohne Solar, 150 mit und hier sind wir bei 89 ohne Solar und 122. Das ist schon eine ganz schöne Hausnummer. Und ansonsten Expeditions-GPS-Modus ohne Solar 77 und 72 Tage mit Solar und hier sind wir bei 62 und zu 139 Tage ohne Solar mit Solar. Natürlich immer vorausgesetzt, dass auch Solarladelinse drin ist und eine Solar auch Sonne verfügbar ist. Die Solarladelinse ist das hier draußen, der Ring. Die haben beide Uhren identisch. So, jetzt gehen wir aber mal durchs Menü. Es gibt ja ein paar neue Sachen. Zum Beispiel, was ich ziemlich interessant finde, ist auf jeden Fall Set-IQ-Technologie. Also eine hochpräzise Streckenaufzeichnung durch Multifrequenzempfang, natürlich mit globalen Satelliten-Team und das Set-IQ passt den Modus halt dynamisch an, um eine optimale Positionsbestimmung zu erreichen und den Akku zu sparen. Da müsst ihr aber das erstmal einstellen. Das heißt, ihr stellt euch jetzt erstmal eine Mensch, hier gibt es halt Vorschläge, weil ich halt die Uhr ganz neu ausgepackt habe. Ihr müsst halt in eine gehen, geht auf die mittlere Taste, sodass ihr in die Ultra One Einstellung in dem Fall gehen wollt, müsstet. Und ihr geht dann bitte in... Was ein bisschen schmun, dass ich das bei mir auf der Kamera auch ordentlich sehe und nicht irgendwie was Böses einstelle. Satelliten. So. Und dann gibt es jetzt hier Standard verwenden. Und dann gibt es Auto-Auswahl. Auto-Auswahl ist dieses SAT-IQ. Das müsst ihr halt wählen. Könnt ihr mit Touch mal machen. Und dann habt ihr diese Auto-Auswahl. Ich zeige euch das jetzt hier im Vergleich mal mit der... Oh, habe ich noch keine Einleitung genommen. Ich nehme gleich mal hier Ultra Run. Habe ich noch... Ja, ist okay. Weiter. Machen wir das hier auch mal, damit ihr... Ist auch niegelnagelneu. Oh, das ist der schöne Vorführeffekt. Das ist bin ich immer wieder begeistert, wenn man mal was zeigen möchte, dass es dann komplett schief läuft. Ultra Run Einstellung und da geben wir dann gleich... Standard verwenden und da gibt es das nicht. Wie ihr seht, ihr könnt nicht die Auto-Satellitenauswahl nehmen. Das wird in einem späteren Update in der 7X auch verfügbar sein.
Ich will es dann nochmal gezeigt haben. Ansonsten sind diese Uhren in der Menüführung, ist mir nichts aufgefallen, was da irgendwie anders sein soll. Ich habe ganz normal den Front. Bei der Front ist jetzt, seitdem ihr jetzt der Touch in den beiden Uhren ist, halt auch einfach zu wissen, dass ihr überlegen könnt, was wählt ihr hier auf eurem Display aus, weil ihr könnt, beide Uhren haben wir jetzt hier einen Touch, also das könnt ihr halt sehen. Ihr könnt das hier mit Touch das alles navigieren, hoch und runter und entsprechend auswählen. Was aber interessant ist, wenn ihr auf den Startbildschirm geht, könnt ihr halt jetzt hier auch überlegen, was ihr genau nehmt. Ich hole es mal noch ein bisschen ran und könnt hier direkt auswählen und reingehen. Das heißt, da müsst ihr halt überlegen, ob ihr euch die VO2 Max oder sonst irgendwas alles anzeigen lassen wollt. Ich habe jetzt nichts Relevantes, ich habe über den Startbildschirm genommen, der bei der Enduro einfach mit ist. Das ist halt bei der Phoenix-Reihe halt auch genauso möglich. Das ist aber auch nur bei diesen Uhren möglich. Also hier Auto Max, hier müsste nicht eingestellt sein. Ja, hier ist halt, die Uhr ist halt noch niegelnagelneu. Die ist auch mit dem Handy nicht synchronisiert. Das funktioniert hier genauso. Das geht zum Beispiel bei einer Forerunner 955, die auch Touch hat, nicht. Ne? Das muss dazu auch gesagt werden. So, jetzt hoffe ich, ihr habt jetzt alles gesehen, was von euch, was ihr euch gut findet. Und schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr dann so noch wissen wollt. Ansonsten freuen wir uns natürlich immer über einen Kommentar, über ein Like und über ein Abonnement unseres YouTube-Kanals. Dann würde da unseren kleinen Sportlern einen riesen Gefallen tun. Ich werde diese Uhr noch ein bisschen vorstellen, auch mit der Phoenix 7X. Das blende ich dann mal hier oben ein, wenn das Video dann verfügbar ist. Das mache ich dann so schnell wie möglich. Alles mit Daten, Fakten, alles, was dazugehört hat. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare reinschreiben oder schreibt uns eine E-Mail an kontakt@laufbursche.de. Ansonsten Videobeschreibung nutzen, da wird es Angebote geben für die Uhren, die ich hier zeige. Und das Nylonarmband kann ich ja nochmal zeigen. Das Nylonarmband ist natürlich nicht mit der Kamera einlässig, Kameraperspektive. Das Nylonarmband ist halt hier mit bei der Enduro mit dabei. Das habe ich am Anfang ja schon gezeigt und ihr kriegt halt hier auch ein ordentliches Quickfit. 26 mm, ne? Wichtig, also exakt dasselbe. Ihr könntet jetzt also das Armband auch hier ran machen und andersrum und alles Mögliche tauschen, wenn ihr ein bisschen Bock auf Farbe hat. Ne? Ich habe hier auch eine 7X um, das ist meine private. Da habe ich ein oranges gewählt, finde ich ziemlich heiß. Ist leider nicht mehr verfügbar, das Orange. Das weiß ich auch nicht, warum, Garmin. Das könnt ihr mir mal vielleicht sagen. Vielleicht wisst ihr das, warum es keine orangen Armbänder mehr gibt. Ich weiß nicht, dieses hell-orange, was ich ziemlich, ziemlich heiß finde. So, das war's. Euer Marcel von laufbursche.de, der Sportladen.